Was ist passiert? Sordak, ich konnte seine Aura in ihrer Nähe spüren. Laura, kannst du es direkt zum Tempel teleportieren? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuer um Mitternacht. Lang ist's her für mich. Ja, und ich kann mich noch erinnern, als ich gerade hier den Spielstand geladen habe. Stimmt, beim letzten Mal ist irgendwie die Kacke am Dampfen gewesen, deswegen wurden wir wieder irgendwie weggeportet scheinbar. Und diesen Ort kennen wir ja schon, da hat uns ja die andere gerne hingeportet. Diese blauhaarige. Die Schwester von der rosa-lila-haarigen da. Was tue ich mir das eigentlich an? Wir könnten mich überall hin teleportieren. Aber gut. Ich will ja nicht unnötig Kraft verschwenden. Ja, und jetzt müssen wir mal wieder hier weg. Ja. Ich könnte es jetzt gut gebrauchen. Und warum habe ich auf einmal keine Kleidung mehr an meinem Bild? Ja, du, das weiß ich auch nicht. Verflucht, ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Ja, das wird wohl derselbe Ort sein, wo wir schon mal waren. Also, wieso ist jetzt auf einmal... Oh. Upsi. Knochengerüst erscheint. Ja, der Chamon. Dann wendet der halt mal ein bisschen Gewalt an. Ich glaube, Melis war so gut, ne? Mist. Ah, nicht gegen den. Doppel-Erstschlag. Nee, Animal Licht. Ich mach mal als Kreuz. Ui, oh. Ja, das Kreuzschlagen hilft hier viel. Das merke ich schon. Da, 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 dam, da, dam. Und da bricht das zusammen. Erledigt. Bienenhändler? Was ist denn bitte ein Bienenhändler? Etwas, was ich nicht ausrüsten kann. Okay, schade. MP. Ich habe nicht mehr viel für MP übrig. Das ist ja doof. Das ist natürlich total uncool. Aber was soll's. Wir werden schon noch was finden, dass wir wieder MP bekommen. Und wenn nicht, müsste ich mir mal... Ach, was hatte ich hier für einen Spaß. Ja, und wenn nicht, müsste ich mir halt mal was holen, was gönnen. Das scheint kein Gegner zu sein, die Ratte. Die hat mich nicht angegriffen. Ich spüre eine starke Aura von dieser Kiste. Erstmal geschlossen lassen, ich save mal. Und dann machen wir sie mal auf. Das könnte nämlich eine Mimik sein. Aha! Das muss dieses mächtige Amulett sein, von dem Muisa sprach. Sieht gar nicht so wertvoll aus. Aber oft drückt er scheint. Von mir selbst hätte ich das auch nicht erwartet. Okay. Das wollen wir natürlich gleich ausrüsten. Pandora. Okay. Ist das etwa... eine schwarze silberne Talisman? Nee. Es wird schon Pandora sein, oder? Pandora oder Pandoria? Nee, aber... Oder haben wir hier noch was? Haben wir das jetzt einfach im Inventar, oder? Tempelurkunde... Tempelurkunde, was? Wo haben wir denn die dann bitte her? Goldmünzen, auch schön. Ein früheres Zahlungsmittel, okay. Florenz, Florenz. Okay. Weißmünze. Was sind denn Riten, bitte? Angriff um 5. Oh. Ja, nee, ich rüste ihm das jetzt mal aus. Wir verlieren zwar 15, 30, aber ich rüste es einfach mal aus.
Ein Druststein hatten wir vorher. Weil meint, es wird ja schon einen Grund haben, dass wir da was bekommen haben. Huch. Ich spüre eine bösartige Aura. Und den Tod. Oh nein! Der Tempel! Ich muss da auf der Stelle hin. Was? Wow, hast du mich erschreckt? Was machst du hier? Du lebst ja wirklich noch. Schön, dich zu sehen. Wir haben keine Zeit für eine Wiedersehensfreude. Ich muss auf dem schnellsten Wege zum Tempel. Was ist passiert? Sordak, ich konnte seine Aura in ihrer Nähe spüren. Laura, kannst du es direkt zum Tempel teleportieren? Ich weiß nicht, das ist schon ziemlich weit. Dazu bräuchte ich auch einen Teleportverstärker. Ohne kann ich uns höchstens bis zum Ende der Wüste bringen. Dann streng dich mal an. Es geht hier um jede Sekunde. Okay. Wow. Aber selber kriegt das auch nicht hin. Also, ja gut, aber er hat sich ja schon geportet. Nach bestem Wissen und Gewissen, wie es scheint. Interessant, interessant. Oh Gott. Kriegt Sordak jetzt endgültig auf der Schnauze? Das ist jetzt die große Frage. Hui, hui, lol, 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 lol. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Rote Spitzkrabbe. Aber wir haben jetzt wieder ein paar Leute mehr dabei. Das ist schon mal gut. Eine Furie, die gerade nur angreifen kann. Lässt Gegner in Flammen aufgehen. Lichtbogen. Mach mal Lichtbogen, ja. Ui, oh. Reagieren allergisch. Ach kommt jetzt, lass doch diese Allergie-Scheißendreck. Was eigentlich, wenn ich hier einen Ariel mache? Kann ich das auch... Ah, das geht automatisch auf alle, wie es scheint. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ein Ariel. Ja, sehr schön. Machen nochmal einen Melis. Die macht halt mit ihrem normalen Angriff gar nichts. Aber ich glaube, die können nicht so viel haben. Denke ich mir zumindest mal. Ich will jetzt halt auch nicht zu sehr mit Mana arbeiten, weil ich halt nicht mehr allzu sehr Mana habe. Gut, Melis muss drin sein. Einfach, dass die hier wieder... Oh, das braucht zu lang, oder? Ja, dass die nichts machen können. Sehr schön. Das ist ja jetzt der Fall. Nee, also die Krabben kann ich nicht so easy blätten. Schade. Schade. Erledigt. Barriere bekommen. Vielleicht sollte ich so ein Zeug halt auch mal einsetzen, ne? Ank. Ich gebe das jetzt mal alles ihm. Alter Gral. Weil er scheint ja unser Held zu sein. Und Riten. Dann gibt's halt doch Misteln. Zumindest für sie. Die Kyla, die hat so wenig MP. Für sie vergeude ich kein 250 MP-Ding. Die muss jetzt ohne auskommen. Das ist, da bin ich jetzt eigen. Oh. Upsi. Medofläuse. Ganz schön viele Medofläuse. Dass sich da ein Melis lohnen wird. Bam, 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 bam. Jawohl. Und. Ui. Aber beirren haben sie sich nicht lassen. Da 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 dam. Dann macht doch einfach mal platt. Das sollte gehen ziemlich glatt. Komm schon, der ist jetzt. Jawohl. Nice.
Aber die Laura braucht echt mal irgendwie eine bessere Waffe. Kann ich ihr dieses Ding, was ich vorher gefunden habe, ausrüsten? Müsste ich mal gucken. Das wäre ziemlich cool. Ich habe doch vorher so ein Bienenhändler oder was das war gefunden. Kann ich da... Ja, ein Schild kann die Keile auf jeden Fall mal bekommen. Und, ui, Silber. Aber so richtig krass. Dam, 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 da, dam, da, da, dam, dam, ba, dam. Ja, komm. Da, 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 dam, ba, dam. Eisenfaust wäre gut. Didelde. Oha, silberner Talisman. Was ist das? Troststein. Halbiert Magie. Stimmt, den könnt ihr eigentlich bekommen. Sie kriegt den silbernen Talisman, oder? Ja, komm. Haben wir hier auch was Besseres für sie? Nö, nicht so wirklich. Rüstung? Nee. Schild? Nee. Holzscheibe auch gar nicht. Schade. Mist, Mann, für sie haben wir leider nichts. Ich hätte gern was für sie gehabt, um die besser auszurüsten. Ein Bauernhof. Ja, geh mal hin. Oh, ich dachte, das ist ein Hundi. Aber ist kein Hundi. Manu. Melis. Also so wirklich halbiert kam mir das jetzt nicht vor. Aber bei ihr, oder? Ja, doch, ich glaube. Aber egal, sie greift trotzdem normal an. Ui. Ja, ja. So muss das. Sehr schön. Erledigt. Wolfsfell. Den haben wir das Fell über die Ohren gezogen, so richtig. Da waren wir schon mal, okay. Schade. Oh nein, Mann, was soll das denn? Kreuz, dunkel erupt, kann Gegner erkälten. Geht Chloral auf alle? Nee. Nee, geht's nicht. Dann geht es auf alle? Nee. Machen wir wieder den hier. Die müssen wir jetzt platt machen. Die brauchen sonst ein bisschen lange. Und das ist mir nicht so recht. Wenn ich ehrlich bin. Deswegen, let's go. Sehr schön. Jawohl! Erledigt! Und Level Up! Sehr cool. Wir dürfen immer noch nicht rein. Schade! Schade, schade, Schokolade. Okay. Stimmt, wir sollten diese Amulette suchen zum Schutz vor der Rosehaarigen, ne? Da haben wir jetzt anscheinend eins gefunden. Inwiefern das hilft, das muss ich noch zeigen. Aber besser haben als nicht haben. Schaden kann es eher nicht, denke ich. Es sei denn, die beiden arbeiten heimlich zusammen und haben ihn jetzt einen Peilsender untergejubelt. Den Tempel würde er gerne mal abfackeln. Ja, aber warte, dann geht es nach oben zum Tempel. Mist. Ja, ist gut, dass ich gerade gespeichert habe, oder? Dann ist doch gut, dass ich gerade gespeichert habe. Oh, es ist wieder ruhiger. Ich hätte nicht gedacht, dass die zum Leben erwachen, aber okay. Ja. Wem gebe ich jetzt die Arnika? Jo? Oder mache ich lieber Ariel? Ich glaube, Ariel war sinnvoller. Und dann geben wir ihm eine Mistel.
Und ihr vielleicht auch. Weil da wird doch jetzt ein Kampf kommen. Kann ich das mitnehmen? Das Teil ist verfault. Och man, oh. Schade, dass man das nicht vorher erkennen kann. Aber na gut. Auch verfault. Och Gottchen. Es ist ruhig. Zu ruhig. Ja, wer hätte gedacht, dass man sich da so leicht hinschleichen kann? Nein. Bei aller Gottesmacht. Was? Verflucht. Wir sind zu spät. Meine Schwester. Wo ist meine Schwester? Wir müssen sie suchen. Sicher lebt sie noch. Da. Hörst du mir überhaupt zu? Ich sagte, wir müssen... Lisa. Wieso? Sie war doch noch ein Kind. Ich weiß, es ist furchtbar, was diesem Mädchen angetan wurde. Aber wir dürfen keine Zeit verlieren. Sora könnte noch immer hier sein. Bitte, lass uns Phil suchen gehen. Ja, das machen wir. Das machen wir, aber das machen wir im nächsten Part. Für diesen hier soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Feuer um Mitternacht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.